Heute sprechen wir über das größte Giveaway, was Vivi jemals gesehen hat. Und wir sprechen natürlich über den nächsten Comic Drop, der schon morgen ansteht. Das alles jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin sein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi-News, die du auf jeden Fall wissen musst. Wenn dir mein Kanal wie auch meine Infos hier immer wieder gefallen, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten würde ich sagen, let's go ins Video. Starten wir mit der kürzesten, aber auch coolsten Ankündigung rein und zwar mit dem größten Giveaway, was Vivi jemals gemacht hat. Insgesamt 120 Collectibles werden in den Tagen dann verteilt. Wir sprechen hier insgesamt von zwölf Tagen voller Giveaways und pro Tag werden dementsprechend insgesamt 10 Gewinner ausgelost. Was ganz wichtig ist und was wahrscheinlich viele Vivi OGs noch kennen, ist nämlich das Wheel aus dem letzten Jahr, wo man an so einem Rad drehen musste und dann etwas gewinnen konnte. Das war extrem blöd und da hat wirklich gefühlt niemand was gewonnen. Das haben sie auf jeden Fall an dieser Stelle geändert. das heißt es wird pro Tag hier auf jeden Fall dann zehn Gewinner geben mehr Details werden noch folgen die bekommt ihr natürlich sobald es die hier gibt auf meinem Kanal deswegen unbedingt abonnieren, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und wer sich jetzt fragt, ja was sind denn das für Giveaways, das werden wahrscheinlich Random Mints von Collectibles sein. Ich gehe nicht davon aus, dass es Sub 40 Collectibles sein werden, da sich ja wie wie immer noch aus dem Supply Random Mints rausnimmt. Zum Beispiel aus dem Star Wars Job und sehr sehr viel mehr. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir hier Collectible mäßig auch in dem ganzen Topf dann sehen werden. Und als nächstes kommen wir hier auf das nächste Comic zu sprechen und zwar nämlich auf Nova Hashtag 8 aus dem Jahre 2007. Und das Ganze wird am Donnerstag dem... 8. Dezember um 17 Uhr deutscher Zeit auch Baby droppen. Das Ganze natürlich wieder mal eine super Limited Edition mit exklusiven Rare und Ultra Rare Covern. Das sind einmal die exklusiven Cover hier an dieser Stelle. Finde ich tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Nichtsdestotrotz ist es jetzt kein Comic, was super interessant ist. Es hat aber tatsächlich die First Appearance of Cosmo mit dabei. Das sollte man auf jeden Fall wissen. Das ist so das Einzig Interessante an dieser Stelle. Ansonsten 10.000 Editions und hier bei dem Publish hier, da gibt es wieder einen kleinen Fehler. Das ist natürlich nicht 1973, sondern 2007. Schauen wir uns auch die Daten ganz kurz auf Go Collect an. Die sind auch nicht allzu prickelnd, wenn man sich das Ganze anschaut. Eine 9.6 gerade mal für 150 Dollar. Also hier auch wieder ein Comic, was man einfach mögen muss, um das Ganze wahrscheinlich auch mitzunehmen. Ja, und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit diesen ganz kurzen wichtigen Infos und Fakten zu Vivi und auch mehr. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir da draußen fürs sehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.